Das große Werk der Reichsautobahnen ist um ein bedeutendes Stück weiter gediehen. Die große Werra-Brücke bei Hannover-Schminden ist so weit fertiggestellt, dass bereits das Richtfest begangen werden konnte. Auch die Teilstrecke Berlin-Hannover konnte dem Verkehr übergeben werden. Bis zum Ende dieses Jahres sollen im Ganzen 2000 Kilometer fertiggestellt sein. Das ist ein Drittel des Gesamtplanes.